Arm meine Aufmerksamkeit. Ich habe hier was Ungewöhnliches. Einen Varan, direkt unter dem Felsen. Seine Nase hat rausgeschaut. Normalerweise blasen sich die Burschen auf, wenn man ihnen nahe kommt. Und sie keuchen und schnauben. Aber er bleibt ganz ruhig. Ich habe Angst, ihn zu verletzen, wenn ich den Stein wegschiebe. Er steckt fest. Ist richtig eingekeilt. Und ein großer Bursche. Muss ihn rauskriegen, ohne ihn zu verletzen. Da kommt er ja. Ein Stein drückt genau auf sein Hinterbein. Ziemlich fest. Okay. Ich hab ihn. Sehen Sie, wie groß er ist? Und versucht nicht mal, mich zu beißen. Verhält sich ziemlich komisch. Bist du in Ordnung? Sehen Sie, ich habe keine Ahnung, wie lang er ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Tiere in Höhlen schlüpfen. Aber der hier wollte unbedingt rausgezogen werden. Hat nicht mal gebissen. Sieht aus, als hätte er einen Schock. Sehen Sie sich das Bein an. Es ist verletzt. Er hält es ganz steif. Dort hat der Stein drauf gelegen. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ich sehe es mir nur an. Der Knochen könnte gebrochen oder ein Muskel gerissen sein. Muss sehr vorsichtig sein. Ich bringe ihn zu meinem Wagen, um ihn zu untersuchen und zu sehen, ob ich was für ihn tun kann. Er könnte schon seit Tagen eingeklemmt sein und dann wäre er sicher durstig. Geht's auf meiner Schulter, ohne dass das Bein wehtut? Okay, ich lege ihn hier drauf. Ich versuche, ihn zum Wagen zu bringen, wo ich ihn mir genauer ansehen kann. Für heute ist meine Reise zu Ende. Fast 200 Kilometer habe ich geschafft. Aber wenn die Sonne am Horizont versinkt, muss ich anhalten. Nachts zu fahren ist in diesem Terrain viel zu gefährlich. Die Elefanten dagegen wandern stetig weiter. Jetzt, wo es endlich kühler geworden ist, kommen sie viel schneller vorwärts. Und ohne zu viel kostbare Flüssigkeit zu verlieren. Während sich die Nacht über die Wüste legt, kommt mir der Gedanke, die Elefanten könnten einfach wie von Geisterhand verschwinden. Wenn ich nur die Bandage über die Schiene kriege, ich wünschte, er würde das Bein nicht abwinkeln und so rumzappeln. Diese Echsen sind stark und können jederzeit ihre Krallen benutzen. Ich glaube, ich sollte ihn für eine Weile bei mir behalten, nur um sicherzugehen, dass er allein zurechtkommt. Denn ich weiß, wie leicht diese Tiere sterben können. Das gefällt ihm natürlich nicht. Wird eine Zeit brauchen, bis er sich dran gewöhnt. Ganz ruhig. Aber mehr kann ich nicht für ihn tun. Für sowas bin ich nicht ausgerüstet. Vielleicht noch ein kleines Pflaster. Nicht beißen. Nicht beißen. Bitte nicht beißen. Ist nur zu deinem Besten. Sehen Sie die Zunge? Was geht hier vor, scheint er zu fragen. Und ich hab's. Sonst ist er in guter Verfassung. Ich möchte wissen, ob er laufen kann. Setz ihn mal ab. Sehr stark, sträubt sich jetzt. Ist auf der Hut. Ich denke, ich muss ihn eine Weile bei mir behalten. Und wenn ich auf dem Rückweg wieder hier vorbeikomme, lasse ich ihn genau dort frei, wo ich ihn gefunden habe. Auch wenn Rocky, wie ich meinen neuen Kumpel nenne, nur Unsinn im Kopf hat, ich bin dankbar für seine Gesellschaft. In der Wüste fühlt man sich schnell einsam. Am nächsten Tag fahre ich 3 Stunden in sengender Hitze. Außer Rocky bekomme ich kein Lebewesen zu Gesicht. Es ist nur schwer vorstellbar, dass hier irgendwelche Tiere überleben können, geschweige denn Elefanten. Aber diese Kolosse wissen, was sie tun. Sie folgen einem unterirdischen Wasserlauf bis zu den wenigen Stellen, wo er an die Oberfläche dringt. Ein erfahrenes Weibchen führt die Herde entlang einer Route, die sie von ihren Vorfahren gelernt hat. Es ist diese unheimliche Fähigkeit, Wasser zu finden, wo keines zu sein scheint, die mich schon immer an Wüstentieren fasziniert hat.
Auch wenn die unterirdischen Flüsse für mich unsichtbar sind, finde ich ab und zu Hinweise auf Wasser. Wahnsinn, ist das nicht unglaublich? Das ist eine Welwitschia. Dieser Ort ist sonst völlig öde. Nichts wächst hier außer diesen Pflanzen. Erstaunlich, wie sie überleben. Ihre Blätter sind sehr dick und ledrig. Sie bildet in ihrem Leben nur zwei Blätter aus, eins auf jeder Seite. Aber im Laufe der Jahre werden sie zerfranst, sodass die Pflanze vielblättrig aussieht. Doch in Wirklichkeit hat sie nur zwei Blätter. Die hier könnte mehr als 2000 Jahre alt sein. Ist das nicht unglaublich? Sie hat eine Pfahlwurzel, die tief in die Erde reicht und Wasser ansaugt. Aber sie kann auch über ihre Blätter Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Immer wenn ich so eine Pflanze sehe, muss ich an einen umgedrehten toten Oktopus denken. Die Welwitschia gehört zu den ungewöhnlichsten Pflanzen der Welt. Man findet sie nur im Nordwesten Namibias und ich glaube ein bisschen nach Angola hinein, aber dort war ich noch nicht. Die ungewöhnlichste aller Blütenpflanzen. Wo Pflanzen wachsen, gibt es Schatten. Und Schatten ist in dieser Gegend sehr verlockend. Das ist fantastisch. So halb habe ich schon erwartet, was zu finden. Die Gegend ist so trocken, dass kleine Tiere sich nur in diesen Pflanzen verstecken können. Kleine Tiere wie Echsen und Mäuse, die dann natürlich auch Schlangen anlocken. Diese hier hat sich so zwischen den Blättern verkrochen, dass man sie kaum sieht. Perfekt getarnt. Eine gehörnte Puffotter. Sie ist recht häufig hier. Und die größte, die ich je gesehen habe. Sie soll sich mal ausstrecken und dann mache ich ein paar Fotos von ihr in dieser fast weißen Umgebung. Diese Tiere können wirklich hässlich beißen und sie sind schnell. Also muss ich sehr vorsichtig sein. Ich versuche mal, sie rauszukriegen. Sie ist viel größer, als ich gedacht habe. Normalerweise sind diese Tiere nur halb so lang. Sie ist also weit über dem Durchschnitt. Sehen Sie? Ich werde sehr vorsichtig sein, denn eine so kleine Schlange kann viel leichter meine Hand erreichen. Und sie hat enorme Giftzähne. Sehen Sie die typische Otterform, den deutlich abgesetzten Kopf? Ich setze sie mal ab, damit wir sie uns gut ansehen können. Vielleicht schaffe ich sogar, sie hinter dem Kopf zu packen. Und okay, so geht's. Jetzt sträubt sie sich ein bisschen, aber ich bin froh, sie hinter dem Kopf zu haben. Wenn man eine große Schlange am Schwanz packt, hat man viel Abstand zwischen Kopf und seinen Fingern, aber bei so einer kleinen Schlange nicht. Jetzt können Sie auch die Hörner sehen, von denen die Tiere ihren Namen haben. Gehörnte Puffotter. Wenn sie sich in den Wüstenboden eingraben, sollen die Hörner den Sand von den Augen fernhalten, sodass sie sehen können. Schauen Sie, wie groß die Giftzähne sind. Das in den Säcken ist Gift. Jeder der Zähne ist von einer Scheide bedeckt. Jetzt hat sie reingebissen, muss sie langsam rausziehen. Das Gift tropft ihr aus dem Maul. Diese Burschen können scheußlich beißen. Ihr Gift enthält Zytotoxine, die schreckliche Schäden im Gewebe anrichten. Das möchte ich nicht in den Finger kriegen. Jetzt setze ich sie sehr schnell wieder ab, damit ich meine Finger wegkriege. Entschuldigung, das war's. Vielleicht haben Sie das gesehen? Kaum komme ich näher. So klein und so mutig. Ich lasse sie zurück, wo ich sie gefunden habe. Ich decke sie noch ein bisschen zu und fahre weiter. Ich darf die Spur der Elefanten nicht verlieren. Graham wird mir nicht ewig helfen können. Ich muss den größtmöglichen Nutzen aus seinen Beobachtungen ziehen. Nach seinem letzten Bericht ist die Herde gar nicht mehr so weit entfernt. Am nächsten Morgen bin ich früh auf den Beinen. Aber als ich Frühstück machen möchte, hat sich mein neuer Freund schon bedient. Rocky, du hast fast alle meine Eier gefressen. Schau mal diese Schweinerei hier an. Schluckst du die wenigstens runter? Du frisst meine Eier. Sind nur noch zwei übrig. Die sollten ein paar Wochen reichen. Du warst in der ganzen Schachtel.
Naja, er braucht Kalzium und er lässt sich's offensichtlich schmecken. Bist du jetzt satt? Die ganzen Eier hast du gefressen. Meine schönen Frühstückseier. Aber ich kann Rocky nicht böse sein. Als Wüstentier hat er gelernt, jede Gelegenheit beim Schopf zu packen. Leck's auf. Ich will das Auto wieder sauber haben.